Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Oni. Ja, und ich spiele mit den Perks Beobachten und Zuschlagen, Pop Goes the Weasel, Ansteckende Angst und Barbecue und Chili. Außerdem nutze ich zwei Addons. Einmal den Haarknoten-Scalp, der einfach dafür sorgt, dass ich meinen Dämonen-Sprint doppelt so schnell aufladen kann, gefühlt, ne? Ich glaube, das ist sogar eins der stärksten Uni-Addons. Zumindest hört man das ständig, wenn es um Uni-Addons geht. Ansonsten habe ich noch ein zweites Addon, welches den Effekt hat, dass ich schneller bin, wenn ich in meinem Dämonen-Sprint bin. Das heißt, ich habe jetzt eine sehr starke Sprint-Kombination mit. Ist sie runtergegangen? Wieso laufe ich gegen Wände? Kate ist noch oben. Ja, ich müsste sie doch... Okay, sie ist nach außen weg. An die Blutkugeln komme ich nicht mehr ran. Dort vorne läuft sie. Durch Beobachten und Zuschlagen ist sie wahrscheinlich erst zu spät los. Danke, danke. Oh, noch mehr Blut. Jetzt geht sie hier rechts lang. Nee. Nee, hä? Warte mal. Was? Okay, Kate. Ich bin auch verwirrt. Wir stehen das aber gemeinsam durch. Wir schaffen das. So, wie oft ich die Kate jetzt schon verloren habe, ne? So, die springt hier immer schön durch Fenster, gibt mir immer mehr Blutkugeln. Sie versucht jetzt hier die Schrottlaube so ein bisschen zu loopen. Oh, okay. Kriegen wir vielleicht die Schrottlaubenpalette aus dir raus? Nein. Zack, durch. Jetzt bin ich aber voll in meiner Kraft, beziehungsweise ist meine Kraft voll. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr verlangsamt, weil ich deine Blutkugeln aufsammle. Ich brauche schon gerade viel zu lange für die Jagd. Allerdings, wenn ich sie dann habe, aktiviere ich meinen Dämonensprint und tue mir die restlichen Survivor. So, okay, und... Schade. Nächster Generator gemacht. 1, 2. Okay, das ist ein bisschen zu nervig, als dass ich jetzt so viel Zeit mit dir verbringe. Hätte ich die Jagd früher lassen sollen und jemand anders suchen sollen, aber ich habe niemand anderen gefunden. Außerdem hinterlässt sie hier schön viel Blut überall. Boah, 3 Gens schon. Mensch, Leute. Ich sag's, wie es ist. Das könnte schwierig werden. Habe ich dich endlich. Dort vorne schreit jemand. So, du kommst mit. Dann aktivieren wir unseren Sprint und dann holen wir uns die Leute. Boah, haben wir viel zu lange gebraucht, ne? Aber hey, passiert. Zack. Haken. Zack. Sprint. Und ich weiß, dass hier unten jemand war. Einmal, zack. Hier haben wir das auf dem Weg zur Kate, so wie es aussieht. Ich bin deutlich schneller. Zack, zweimal. Zack, dreimal. So, ihr könnt Generatoren schnell machen, ich kann euch schnell plätten. Haben wir jetzt einander gezeigt, was wir alles können? So, dann heben wir jetzt euch alle auf und hängen euch auf. So. Boah. Uni ist halt so nice, wenn man, einmal in seinem Rausch ist. Ich könnte mir gut vorstellen. Okay, ich wollte gerade sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass die letzte Person jetzt hier direkt in der Nähe ist. Da wurde gerettet, dort unten. Ich hänge Jake runter im Keller. Dann versuche ich schnell wieder Blutkugeln zu sammeln, um meinen nächsten Mondsprint zu aktivieren. Zack, zack. Okay, dort hinten heilen sie sich. Das ist gut, wenn sie sich heilen, denn dann bekomme ich mehr Blutkugeln, wenn ich sie schlage. Zack. 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 Hier vorne haben wir euch. Hallo. Schade. Aber die Palette ist jetzt wenigstens weg. Sie haben sich alle schon wieder hochgeheilt. Krass. Die sind schnell. Ich glaube, dort oben ist auch noch jemand. Ja, perfekt. Die Cheryl. Im Keller wurde gerettet. Okay. Will ich Cheryl jagen? Nein, ich gehe lieber im Keller, wo schon die Palette weg ist. Die heilen sich unten? Ja, zumindest sind sie noch unten. Jake ist, denke ich, in einem Schrank. Habe ich dich? Ich wollte ihn jetzt einfach niederschlagen. Damit ich
wieder gut jagen kann. Schade. Ich dachte, ich erwische sie. Ach, komm schon. Das war knapp. So, zack. Hauptsache, sie kommt so ein bisschen ins Schwitzen. Hab ich dich? Und die anderen, ja, sind dort vorne beim Jake und heben den auf. So, aber wir haben sie wenigstens wieder. Zack, du hängst. Neues Blut. Dort hinten ist die Claudette. Ist das die Claudette? Wahrscheinlich. Hier trete ich gegen. 1, 2. Dann versuche ich mal über das Haus die Claudette vielleicht zu überraschen. Es wurde geheilt. Okay, wahrscheinlich kann die Claudette direkt retten. Ja. Okay, die Überlebenden, man muss sagen, obwohl ich sie halt immer wieder niederkloppe, stehen sie doch wieder auf. Und laufen vor mir weg. Einmal, zack. So, und wohin läuft sie direkt zum Haus? Oder? Ich glaube, hier habe ich schon alle Paletten zerstört. Boah, wie schnell sie ist. Hatte sie ausgewogene Landung? Ja, wahrscheinlich, ne? Ansonsten wäre sie jetzt nicht so weit gekommen. Nächster Generator wurde gemacht. Okay, die ziehen aber an, ne? Zack, habe ich dich. Da kracht's irgendwo. So, ich muss nur aufpassen, dass sie nicht zu viele Generatoren plötzlich machen. Und ich hier die Runde noch rumgerissen bekomme. Zack, du hängst. Zack, dort hinten heilen sie sich. Wahrscheinlich ist hier oben auch jemand am Generator. Nee, okay. Gut. Hier ist jemand. Hallo? Hier unten. Da wurde gerettet. Wo sind die Retter? Wo sind die Retter? Ich will nicht Claudette finden. Die Retter wollte ich finden. Verdammte Axt. Dort vorne. Hab ich dich. Nice. Das war wichtig. War das gut, dass wir den noch haben. Den hängen wir jetzt schnell auf. Der ist aber weit gekrochen. Komm mit. Zack. Kommen wir hier jetzt schnell raus? Ja. Okay, hier raus. Oh, der Jen ist weit. Wobei es geht. So weit ist er, glaube ich, gar nicht. Zack, du hängst. Hier haben wir jetzt wieder Pop drauf. 1, 2. Die heilen sich auch immer alle wieder so schnell hoch. Haben die, wir schaffen das oder sowas? Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, sie versteckt sich. Gut gemacht. Um. Wunderbar. Jetzt die Palette zumindest weg. Ich will sie jetzt eigentlich gar nicht weiter jagen. Ich muss Blut bekommen, um wieder in meine Kraft zu kommen. So, hallo, Cheryl. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder dort unten an dem... Verdammte Axt. Wäre so gut, hätte der jetzt gesessen. Ich hole mir einfach das Blut, was hier unten überall rumliegt. Wir werden dort unten an dem mit Jen jetzt sitzen. Da ist wahrscheinlich auch wieder die Kate. So, Hauptsache. Ich jag sie immer wieder weg. Noch eine Blutkugel dort vorne. Danke. Das hat mir gereicht. Ich jag sie jetzt trotzdem nicht weiter, weil die hält mich im Zweifel zu lange hin. Deshalb gehe ich jetzt die Generatoren ab. Richtig, einmal. Ich werde sie jetzt direkt aufheben. Für Pop. Auf die Schulter mit dir. Und weil sie tot ist. Und ich da nicht irgendwie Adrenalin oder sonst was riskieren möchte. Zack. Tot. Und hinten rennen sie wieder zu dem Jen. Hier hau ich gegen. 1, 2. Blut, 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 Blut. Hätte ich da mal früher gegengehauen gegen den Jen. Der ist auch sehr, sehr weit, ne? So, 1, 2. Jetzt geht er auch ein bisschen zurück. Ich gehe jetzt einfach nur hier rein, um an Blutkugeln zu kommen. Nice.
Mehr wollte ich nicht. Jetzt gehe ich wieder in meine Kraft. Und sause nach hier unten. Ich bin so schnell. Oh. Hallo. Gut gemacht. Wieso konnte ich nicht... Naja. Sie ist, hat mich gewundert. Was? Sie... Okay, sie ist einfach weiter. Gut gemacht. Schade. Ich dachte, ich habe sie jetzt. Habe ich dich? Hinter mir schreit es irgendwo. Ich heb sie direkt auf. Sie ist, glaube ich, auch tot. Zack. Und sie haben den letzten Gen. Ich weiß nicht, ob Kate Adrenalin hätte. Aber wir haben sie jetzt zumindest. Boah, haben die Überlebenden haben gut gespielt. Ich meine, ich habe zwar auch super krass Addons genommen. Eins, zwei. Die Person läuft dort zum Tor und versteckt sich dort irgendwo. Das ist, glaube ich, der Jake. Der Jake ist hier hinten irgendwo. Ich weiß nicht, ob er direkt beim Tor ist. Ich weiß aber, dass er hier hinten irgendwo war, zumindest. Hier ist die Falltür. Verdammt. Wo bist du, Jake? Ich bin vielleicht zum falschen Tor gelaufen. Das Tor ist auf 99. Da oben ist die... Doch, die schafft es nicht, oder? Mist, wäre ich nicht umgedreht. Langer Schlag. Einmal. Zack. Blocken, 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 blocken. Und zweiter Schlag. Und. Komm, 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 komm. Ja. Wunderbar. Sie ist mein viertes Zeichen Barbecue, ne? Darum freue ich mich. Puh. Das war knapp. Komm her. Ich weiß nicht, ob wo Jake ist und was Jake macht. Das werde ich aber jetzt wissen. Er ist dort hinten beim Tor. Macht er das Tor auf? Ja, er hat das Tor. Er hat das Tor dort hinten aufgemacht und ist raus. Okay, hat sie noch irgendwie 4% oder Befreiung? Nee, hat sie auch nicht. Okay. Gut, da sind wir mit 3 Kills rausgegangen. Ich freue mich. Coole Sache. Klar, die Addons waren super krass. Aber meine Güte. Mit diesen, gerade dieses grüne Addon. Ich glaube, das war wirklich das krassere Addon in der Runde. Weil teilweise in dieser einen Situation hat die Kate ja, als sie zum letzten Mal geschnappt hat, ja nicht wirklich die Chance wegzukommen, ne? Weil ich so schnell hinterher sprinten konnte. Und dadurch war ich auch sehr mobil. Die haben halt, am Anfang hat mich die Kate richtig gut hingehalten. Da kam ich nicht hinterher, aber naja, wir haben es am Ende noch rumgerissen. Good game, well played. Wie ich es mir dachte, Generatoren konnte man nicht halten. Und gut, ansonsten, wir haben nicht alle geschnappt. Und ja, hier hätte nur Mühe gefehlt. Hier auch nicht viel, naja. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!